Nach der Wochenpause geht's nun endlich weiter mit Black Clover, Leute. Und ehrlich gesagt muss ich mal verstehen, ich glaube, nächste Woche kommt wirklich so das Final-Moment im Arc. Also so im Kampfmäßigen, denke ich mal so, da kommt jetzt so das Final-Moment, weil irgendwie sah es für mich so aus. Aber wir starten mal zuerst die Review. Deshalb erstmal willkommen zu meiner Review zu Black Clover Kapitel 210. Und da kann man auf jeden Fall sagen, heute war ein echt, sagen wir mal, halb ruhiges Kapitel. Man hatte ein bisschen mehr Dialoge, muss ich ehrlich sagen, aber im Großen und Ganzen ging es auch recht schnell vorbei. Eins muss ich wirklich mal sagen, in diesem Kapitel hatten wir keine Doppelpage, also das war wirklich so gesehen fast das erste Mal wieder, dass wir das so gar nicht mehr bekommen haben, so richtig Doppelpage, ist auch gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin, aber ist halt so neu für mich dann wieder, ne, muss man ehrlich sagen. Jedenfalls, wir sahen am Anfang direkt diesen Teufel wieder, der natürlich immer wieder mit seinen ganzen Münden da irgendwie am Reden ist und immer diese brutalen Sachen raushaut, ne, ihr wird sterben. Und es ist immer natürlich so teuflisch und das ist wirklich immer krank geil, muss man ja auch wirklich sagen. Also im Großen und Ganzen ist es dann halt wirklich so, dass er losgeht. Wir sahen halt eben hier Asta und Yuno, die natürlich weiterhin diesen Alien-Ding von denen zerstören, besiegen und so. Also man sieht hier komplett deutlich. Im Großen und Ganzen ist es dann halt so, dass Yuno auf jeden Fall in diesen Teufel längst sieht, okay, Astas Schwert ist auf jeden Fall nützlich, beziehungsweise Asta ist derjenige, der auf jeden Fall diesen Todesstoß machen kann. Er ist derjenige mit seinem Schwert, also mit seinem Dämonenschwert, dass Asta diesen Teufel eben erledigen kann, töten kann, besiegen kann. Und das ist auf jeden Fall deren Plan, beziehungsweise Yunos Plan, dass Asta irgendwie da rankommt an ihn, weil man merkt, okay, durch diesen einen Schlag, den halt eben Asta verursachen konnte, hat halt der Teufel wirklich einen Hasskick gerade bekommen und der merkt wirklich, okay, durch diesen Schlag ist er richtig gerade am Abdrehen. Man sieht es ja auch voll an, ne? Ich meine, guckt euch mal diese ganzen Münder, die da rauskommen, also das ist ja schon ziemlich krass eigentlich. Im Großen und Ganzen wissen wir auf jeden Fall, Astas Limit ist auf jeden Fall schon nah dran, also er kann fast nicht mehr, das merkt man schon, das sagt er auch selber. Und dann kommen wir auf jeden Fall mal direkt wieder hier zu Lumiere und hat eben Licht, beziehungsweise Lumiere redet auf jeden Fall über Yuno und auch eben Asta. Das hat eben Asta und Yuno anvertraut, diesen Teufel zu besiegen. Und die beiden, also Lumiere und dann eben auch Licht, diese beiden wollen halt eben die Freunde von Asta und Yuno retten. Also alle, die natürlich in diesem Schattenpalast drin sind, die wollen die nun retten. Heißt, die haben jetzt ihre Magie zusammengetan. Also im Großen und Ganzen mit diesem Schwert von Licht, also den Della Sword oder wie auch immer der heißt. Irgendwie heißt es so. Und dieser Schwert nutzen diese beide, weil das ist ja dieses Schwert, wo man halt eben mit anderer Magie ausleiht und dann halt zum Beispiel, wie Asta ja auch die Magie von Gaucho benutzt hat und damit einfach so eine Klinge erschaffen konnte. Und genau dieses Schwert nutzen halt eben die beiden gerade. Dann kommen wir hier mal zu einem Cut, nämlich zu Noelle, Fana und halt eben auch zu Jack. Und wir sehen auf jeden Fall hier schon mal, dass er eben Jack, Noelle gegen Fana immer noch kämpfen und Fana hat es auf jeden Fall auch nicht einfach. Man merkt es natürlich, ihre Magie kommt halt eben nicht wirklich sehr großartig gegen die von Jack an. Schon sehr interessant, meiner Meinung nach. Und hier ist es dann so, okay, die merken, beziehungsweise eben Fana weiß auf jeden Fall, dass sie so nicht weitermachen können. Im Großen und Ganzen sehen die dann auf einmal von oben, wie dieses Alien-Octopus-Ding von diesem Teufel da auf einmal runterkommt und in der Nähe von Fana ist. Und Junge, Fana ist total in Gefahr, ne? Das ist schon richtig gefährlich. Aber in der Richtung kam und hat eben Nozzle und Mimosa angetanzt. Und da muss man sagen, Nozzle hat eben Fana ganz schnell gerettet. Also sehr schnell. Und das war wirklich, wirklich knapp. Also muss man schon sagen. Und dabei war es noch nicht mal Nozzle oder auch Mimosa, denn Meriolleona war ebenfalls dabei. Da hat man halt gesehen, dass sie ihre Magie gerade ebenfalls eingesetzt hat, weil man sieht halt eben, dass sie dieses Octopus-Ding eben wirklich angreift und das einfach mal ohne Angst. Merkt man natürlich, Meriolleona hat nie Angst. Also kann man vergessen. Ganz normale Sache. Jedenfalls war sie auf jeden Fall ziemlich zufrieden, was sie da gesehen hat, denn sie weiß, okay, wenn sie schon so etwas sieht, wie so ein Dämonenangriff-Ding, so Alien-Monster-Teile, dann weiß sie, okay, die Welt ist wirklich voller Größe zu sehen, die Welt ist wirklich voller Geheimnisse zu entdecken. Das freut sie einfach. Sie hat wirklich Spaß daran. Das sieht man ihr wirklich an. Also diese Frau ist wirklich, wirklich geil, muss man ehrlich sagen. Hier kommen wir auf jeden Fall mal zum Switch zu Shami. Da sieht man auf jeden Fall auch, dass sie ebenfalls von diesem Octopus-Ding angegriffen wird. Das ist schon mal ganz klar. Und dann haben wir auf jeden Fall nochmal so einen Switch bekommt von, ja, Fuego Leon, der ebenfalls da ist, beziehungsweise er merkt, okay, es ist auch ziemlich eng für ihn, also der weiß selbst nicht, was er da richtig machen soll. Und hier haben wir auf jeden Fall dann wieder so einen Switch von Licht und Lumiere. Die beiden haben auf jeden Fall ihre Magie zusammengetan. Dann wurde es hier irgendwie erklärt, dass dieses Schwert von Licht, also der Della Sword, irgendwie mit anderem verbunden werden kann. Es kann Mana absorbieren und es kann auch irgendwie Mana andere weitergeben. So habe ich das jetzt hier gelesen. Ihr könnt das gerne in die Kommentare verbessern, wenn das nicht stimmt. Also so steht das hier drauf, ne? Die meisten Seiten
Seiten sind ja eh wirklich mit schlechten Übersetzungen da, also da kann man eben nichts machen. Im Großen und Ganzen denke ich aber, das stimmt so, halte ich jetzt mal so fest. Und hier kommt dann eben mal zu Lumière, der halt eben sagt, dass seine Magie gegen den Teufel ankämpfen kann, also die Kraft von Lumière. Und deswegen sieht man auf jeden Fall auch, dass er jedenfalls Mana in dieses Schwert eingibt und dadurch sieht man auf jeden Fall nun eine Fusionsmagie von Licht und Lumière, die halt eben irgendwie ziemlich interessant ist, muss man ehrlich sagen, denn durch diese Fusionsmagie können jetzt nun alle Elfen, die natürlich jetzt da sind in diesem Schattenpalast, ebenfalls das sehen, was halt eben Licht und Lumière sieht. Also die beiden jedenfalls. Das können auf jeden Fall jetzt jeder andere Elf sehen. Also hier kann man auf jeden Fall sagen, okay, Rhea hat auf jeden Fall gesehen, dass der Prinz da ist, also Lumière, und halt eben Licht und das Licht auch wieder zurück ist, dies, das alles Mögliche, ne? Das hat man auf jeden Fall da schon mal gesehen, ganz klar. Das weiß er. Und also im Großen und Ganzen sehen diese Elfen quasi das, was die anderen auch sehen. Was da eben los ist, wo der Teufel ist und so weiter und so fort, beziehungsweise was auf die zukommt. Und hier haben wir dann nochmal auf jeden Fall hier Lumière, der ganz sicher klar und deutlich gesagt hat, dass er solange auf jeden Fall nochmal Mana hat, beziehungsweise Mana durch ihn durchströmt, wird er nicht zulassen, dass irgendeine Person hier jetzt sterben wird. Das hat er hier deutlich auf jeden Fall schon mal gesagt. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich finde das richtig geil mit dieser Fusionsmagie, dass man wirklich alles zusammen tut und das mit den Elfen, also hat schon etwas. Hinzu kriegen wir dann einen Switch eben zu Patry, der eben nicht weiter runtergegangen ist, denn der ist immer noch in der gleichen Etage wie die anderen, denn er hat auf jeden Fall Licht und Lumière beschützt. Im Großen und Ganzen hat er halt eben die Alien-Dinger weggeschlagen mit seiner Lichtmagie, beziehungsweise Demon Light Magic. Also der hat alles zusammengetan. Also er kriegt das schon gut hin mit seiner Peitsche. Da merkt man wirklich, Patry ist auf jeden Fall dabei. Er hat keine Angst. Er hat auf jeden Fall Mumm. Der traut sich. Ist alles auf jeden Fall ziemlich korrekt. Wo wir dann auf jeden Fall schon mal einen Switch zu Asta und Yuno bekommen. Die beiden sind dann eben weiter am Kämpfen. Also man merkt auf jeden Fall, Asta hat es gerade schwierig. Wie gesagt, seine Kraft geht echt langsam aus. Also der hat echt nicht mehr viel drauf. Und die müssen langsam hinne machen, ne? Weil, wie gesagt, Yuno weiß, dass Asta's Schwert das Schwert ist, damit er halt eben den Teufel besiegen kann, beziehungsweise einen Finisher-Schlag machen kann. Und deswegen brauchen die auf jeden Fall Asta noch. Und das ist halt sehr wichtig. Beziehungsweise sagt auf jeden Fall hier Yuno ganz klar, wenn die auf jeden Fall dieses Licht weiterhin haben, dass die auf jeden Fall beschützt, so wie der es gesagt haben. So kann er sich die ganze Zeit noch schneller bewegen. Und das ist auf jeden Fall für Yuno erstmal noch kein Problem. Heißt, er hat noch Kraft für sich. Er hat noch genug Kraft erstmal. Ich sag jetzt mal erstmal, ne? So genau kann man jetzt nicht sagen, dass er noch so viel hat. Und je nachdem, ne? Asta und Yuno hatten eben noch so einen kleinen Gespräch miteinander gehabt, ganz normales Gespräch mit den beiden, eine Beleidigung, dies, das. Also das auf jeden Fall, die beiden schon mal klar gemacht haben, okay, Asta ist derjenige, der auf jeden Fall diesen einen Todesschlag machen kann. Dann war auf jeden Fall wieder mal die Wörter dran, die halt eben der Teufel rausgelassen hat. Er hat auf jeden Fall schon mal hier wirklich klar gemacht und das wirklich in einer richtigen Art und Weise, muss man ehrlich sagen, gar nicht mal richtig schlecht, ey. Das ist wirklich ziemlich creepy in der Hinsicht, muss man ehrlich sagen. Er sagt auf jeden Fall, dass halt eben Asta mit seinem Schwert nicht mal ihn erreichen kann. Also er kommt ihn ja nicht mal nah. Man sieht auf jeden Fall diese ganzen Monster-Alien-Dinger, die halt wirklich bei diesem Teufel in der Nähe ist. Man muss wirklich in seiner Nähe kommen, um diese Dinger erstmal zu besiegen. Was natürlich ziemlich crazy aussieht, muss man ehrlich gestehen. Da musst du echt erstmal durchkommen. Jedenfalls sagt er auf jeden Fall, das ist euer Ende, die Stars, ne? Der Teufel weiß auf jeden Fall, okay, der hat auf jeden Fall keine Probleme. Er fühlt sich viel zu sicher, weil er weiß, okay, Asta kommt nicht an ihn an oder sonst irgendeiner, weil er nämlich in sicherer Entfernung ist. Das sehe ich jedenfalls auch so. Aber jetzt kommen wir mal zum Switch, nämlich zu Yami und Schala. Also hier ist es nämlich so, dass Schala ja sehen kann, was der Teufel macht, wo der Teufel ist. Dann ist halt eben so der Punkt, Yami will halt eben, dass halt eben Schala genau genommen da sagt, wo der Teufel steht und was genau dieser Teufel gerade macht. Und Yami hat nämlich wirklich vor, Yami hat ja gesagt, er hat noch einen Dimensionsschnitt zur Verfügung. Also er kann noch einen Schlag rausholen. Das hat er gesagt und Tabata ist wirklich bereit, dass Yami diesen Schlag wirklich ausnutzt. Jetzt mal ehrlich, das ist eigentlich gar nicht mal so übel. Denn Yami will, dass halt eben, wie gesagt, Schala jetzt sagt, wo er ist, beziehungsweise was er genau macht. Und das ist nämlich so, dass Yami diesen Schlag jetzt wirklich einfach mal rausholen will und ihn echt treffen möchte. Also das will er machen. Im Großen und Ganzen weiß er aber nicht genau, ob es auch wirklich funktioniert. Heißt, er könnte ihn treffen. Denn ihr müsst es so verstehen. Wie gesagt, Schala kann ja sehen, wo der Teufel ist. Und sie nimmt auf jeden Fall mit ihren Dornen Yami halt eben an sich. Und sie schmeißt ihn dann genau genommen auch da in die Richtung, wo halt eben der Teufel genau genommen ist. Heißt, wenn Yami nah genug dran ist, so wird er dann seinen Schlag rausholen. Und deswegen sieht man auch noch in der letzten Seite halt eben Asta, Yuno und halt eben Yami auf einem Panel so drin sind und beide eben einfach mal so sagen, wirklich mit einem Schlag sollen die das jetzt beenden. Heißt, so eine Art Triple Kill wollen jetzt verursachten. Wenn Yami wirklich diesen Schlag nicht verpasst, könnte er ihn wirklich treffen und wir wissen, okay, es funktioniert. Yamis Magie hat wirklich Möglichkeiten, diesen Teufel zu verletzen und dann könnte Asta dazwischen kommen und dann auch irgendwas richtig
richtig starten. Heißt, wenn das funktioniert, könnte der Teufel wirklich im nächsten Kapitel besiegt werden, beziehungsweise es könnte irgendwie der Kampf erstmal beendet werden. Das ist für meiner Meinung nach plausibel. Jedenfalls kann ich sagen, damit endet Kapitel 210 vom Black Clover. Also muss sagen, dieses Kapitel hatte irgendwie ein bisschen mehr Dialoge, was gar nicht mal so schlimm ist, aber im großen Ganzen fand ich das mit Yami wirklich am geilsten. Wir hatten hier wirklich jetzt etwas Plausibles, ganz einfach nochmal erklärt. Schala nimmt einfach mal Yami mit ihren Ranken und sie schmeißt natürlich Yami in genau genommen die Richtung, wo eben der Teufel ist und Yami haut dann einfach mal seinen letzten Dimensionslash raus. Und jetzt könnte Folgendes natürlich ganz klar passieren, Yami trifft den Teufel und man sieht natürlich, wie halt eben auf einmal dieses Herz da wieder zu sehen ist. Wenn man sieht ja, Yami kann genau das machen. Ich gehe mal stark davon aus, dass er eben Tabata so machen will, dass er eben Yami eben diesen Teufel durch die Mitte durchschneidet, so dass halt eben der Teufel nicht gerade mal stirbt, weil ist ja klar, ist ja unmöglich für den, aber dieser Schnitt kann halt eben den Teufel auseinandersetzen. Also er kann ihn schon was antun. Das wissen wir, das ist ganz möglich. Heißt, man könnte dann so sehen, dass halt eben das Herz da jetzt zu sehen ist in der Mitte oder sonst wo und Yuno könnte dann seine Magie anwenden, um Asta dahin zu schicken in ganz schöner Schnelle und hat eben Asta und das wirklich richtig episch im letzten Panel so richtig das Herz treffen könnte und dann den Teufel erledigen kann. Meiner Meinung nach könnte so ein Ende wahnsinnig geil werden. Also mal ganz ehrlich, da hätten wir Yami Power gesehen, hätten wir Asta und Yuno zusammen wieder gesehen. Also mal ganz ehrlich, ich finde das derbe geil. Wenn das passieren könnte, und das klingt für meine Aussicht ein bisschen plausibel, ist da schon ein bisschen Möglichkeiten drin. Also, wie findet ihr das? Schreibt mal eure Meinung, wie das passieren könnte, in die Kommentare. Oder schreibt mal eure Meinung zu diesem Kapitel in die Kommentare, wie ihr das fandet. Langweilig, gut oder schlecht. Ich zu meinem Teil muss ehrlich sagen, das Kapitel war wirklich in Ordnung. Kein unbedingtes, krankes Kapitel, aber es war in Ordnung. Auf jeden Fall und ich bin echt zuversichtlich für nächste Woche. Denn dazu muss man auch noch sagen, nächste Woche ist Black Clover nämlich auf dem Cover der 32. Ausgabe der Weekly Shonen Jump. Heißt, wir bekommen auf jeden Fall eine Color Page oder Charakterpool in etwas. Also, ne, wer ist beliebtester Charakter, dies, das, ihr kennt das ja. Hier ist es auf jeden Fall wieder am Start. Heißt, nächste Woche natürlich Black Clover wieder am Start. Also, muss man wirklich sagen, nächste Woche kann wiederum geile Sachen passieren. Das wird auf jeden Fall sein. Ist natürlich möglich, dass nächste Woche der Teufel besiegt wird. Ich hoffe, dass, wenn Asta diesen Teufel trifft, irgendetwas anderes noch dazu passiert. Aber mal gucken, ob das wirklich so hinhaut. Ich bin richtig gespannt jetzt nächste Woche. Kann ich nur wirklich derbe zu sagen. Also, ja, da kann ich ja nur sagen, zu den anderen ist halt irgendwie gar nichts mehr zu erwähnen. Ich meine, klar, Mirio Leona hatte echt Spaß, da wirklich rumzuschlagen. Wirklich krank, dass sie halt diese Alien-Dings dennoch angreift. Obwohl die auch wirklich gefährlich für Mirio Leona sind, wenn man ehrlich ist. Diese Frau ist echt genial, also ist einfach so und ich fand es wirklich wieder toll, dass man Noelle gesehen hat, ne, muss man auch sagen, also ist schon etwas Tolles, da kann ich halt nur noch sagen, doch, ich hoffe, euch hat diese Review gefallen und es würde mich echt sehr freuen, wenn du dies dann auch mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Wenn du auf jeden Fall bis hierhin geschaut hast, dann schreib doch mal in die Kommentare mit dem Hashtag BlackCloverYummy, damit weiß ich auf jeden Fall, dass du dann bis hierhin geschaut hast. Zudem kann ich hier nochmal sagen, hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich und die Links kannst du bei Bedarf nochmal gerne ein Abo da lassen.